Training on the job is learning by doing. Also man lernt durch das Handeln, durch die Aktion. Und zwar zum Beispiel durch die schon mehrfach zitierte 4-Stufen-Methode. A, vorbereiten, ist die erste Stufe. B, vormachen. C, nachmachen, was heißt nachmachen lassen. Und D, üben. So geht das. So geht Training on the Job. Und so geht auch die vorhin schon zitierte Anlernausbildung, dass man jemanden an einer Maschine oder an einem Arbeitsplatz anlernt. Vorbereiten, also die Dinge zurechtlegen, die man gleich brauchen wird, um die Handgriffe richtig vorzumachen. Dann vormachen, dann unter Aufsicht nachmachen lassen. Jetzt mach mal, gucken, korrigieren und dann üben. Dass das für den genauso automatisiert wird, wie es für einen selber schon ist. Das ist Training on the Job durch die 4-Stufen-Methode. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.